Runde 2. Und ich kann nicht reden. Ich sitze auf einer Can-Am Renegade. Ich habe keine Ahnung, wie viel Kubik. Ich kann auch gerade nicht nachschauen. Also von dem, wie sie fährt. Oh Mann. Also von dem, wie sie fährt, würde ich sagen, es ist eine Tausender. Aber ich glaube eigentlich, dass sie eine kleinere ist. Alter, wie krank. Alter, die nimmt einfach sofort das Gas an. Und die Motorbremse ist auch mega stark. Also im Prinzip, also bremsen muss man irgendwie gar nicht. Also zumindest nicht in dem Tempo, in dem wir gerade fahren. Und, alter Heilige. Und du tippst aufs Gas und das Ding geht einfach nur ab wie Schmitzkatze. Ich muss mich gerade übelst konzentrieren, dass ich das hinbekomme. Alter, ich glaube, das ist, glaube ich, richtig geil, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat. Alter, jetzt ist es gerade noch richtig anstrengend, weil man halt übelst aufpassen muss. Ach du Scheiße, was man mit dem Gas macht. Also ich muss sagen, das fährt aber noch mal ganz anders als jetzt die Polaris. Das ist noch mal ein ganz anderes Fahrgefühl. Also als die Scrambler meine ich jetzt natürlich. Also weil das sind ja so die zwei, sage ich mal, die man so ein bisschen vergleichen kann. Also so die beiden sportlichen ATVs von den zwei Marken. Das hier ist übrigens das Quad vom Dachlackschrauber. Übelst krass. Einfach mega cooler Typ. Also bei ihm sieht es immer aus, als würde er hier durch den Offroad-Park schweben. Echt krank. Alter. Obwohl das Ding so am Gas hängt, sag ich mal. Das ist ja krass. Also jetzt finde ich es noch krasser, dass er hier immer so super geschmeidig durchfährt. Weil das Ding ist mega. Das hat so viel Kraft. Krank. Ich kann gerade nicht mehr dazu sagen. Tut mir auch leid. Fahrwerk ist auch mega geil. Aber ich muss mich hier gerade so sehr konzentrieren. Also das muss ich echt sagen. Also die Scrambler war halt irgendwie einfacher, finde ich, zu bedienen. Aber hing dafür auch nicht ganz so sehr am Gas. Vor uns fährt Dangelis. Oh, ich weiß mittlerweile eigentlich, wie man es ausspricht, und trotzdem sage ich es jetzt mal falsch. Also ja, das hier mit der gelben Suzuki, das ist Dangelis 89. Schreibe ich euch auch rein. Link zu seinem YouTube-Kanal findet ihr in meiner Videobeschreibung. Da müsst ihr auch unbedingt mal reinschauen. Das Quad hat er erst neu. Vorher hatte er eine Adli. Und ja, ihr seht es ja schon. Als auch diese Renegade. Oh mein Gott. Alter. Wie kann denn ein ATV so krass abgehen? Das Gute ist, unser Dangerous hier vorne hat ja nun einen, das ist ja nun eher so ein Cross-Quad. Und das heißt, er meidet hier auch die Pfützen. Also ich meine, so wie das Quad hier aussieht, hat das heute schon ein paar Pfützen gesehen. Aber ja, ihr wisst ja, mit fremden Quads mache ich vorsichtig. Alter, ist das krank! So, jetzt kurz hier Baumstamm-Bewährungsprobe. Das habe ich ja mit der... So, das konnte ich ja
wissen, dass das nicht geht. Alter, da muss ich mich ja jetzt richtig bescheuert angestellt haben. Ich wusste so gerade nicht, was das Problem war. Treppe brauche ich nicht. Ja, also ich muss sagen, das Fahrwerk von der Scrambler gefällt mir ein bisschen besser, aber die hier ist halt so mega krank am Gas. Ist echt heftig. Ja? Alter, wie die immer alle mit Schlamm schmeißen, das macht meine halt einfach nicht. Deswegen sind die auch immer alle so dreckig und ich nie. Also ich verstehe jetzt auf jeden Fall, warum Dachlackschrauber immer, also zumindest oft, im Stehen fährt. Weil du kannst das Anfahren einfach viel besser ausgleichen, wenn du stehst. Oh, jetzt muss ich aber kurz wieder rüberkommen. Einmal durch. Also so langsam gewöhne ich mich dran, wie sie fährt. Boah. Aber es ist halt mega aggressiv. Also Gelände, muss ich sagen, oh, fast ein bisschen zu stark am Gas. Aber ich glaube, da gewöhnt man sich dran. Das ist halt auch, wenn man von einer TGW Blade 425 auf das hier steigt, ja, was anderes. Was ganz anderes. Aber die wurschtelt sich ja auch so schön durch irgendwie. Sehr wendig halt. Ne? Ist halt ein Sport-ATV. Wenn man nicht gerade so dumm zum Lenken ist wie ich. Krass. Und wieder, ich weiß, wir sind im Offroad-Park, aber ich würde sehr gerne mal mit diesem Gerät auf der Straße fahren. Muss sich auf der Straße halt überhaupt nicht mehr anfühlen wie ein ATV. Das muss sich ganz anders anfühlen. Also eher wie so ein Sportquad vom Gasverhalten und allem. So, nochmal Dangerous und nah. Echt geil. So, nochmal ein paar Hügelchen mitnehmen. Ich glaube, das hier, diesen Außenring, das bin ich letztes Mal alles, glaube ich, gar nicht gefahren, weil mir das hier zu steil war. Mittlerweile, muss ich echt sagen, macht es einfach nur noch Spaß. Musste jetzt schon mal zurückfahren, weil Tank von der Blade war alle. Aber wir haben eigentlich zwei Kanister mit. Deswegen sollte kein Problem sein. Und ja, Dangerous fährt hinter mir. Der Hüpferling fährt auch hinter mir. Glaube ich zumindest. Ich kann gerade in den Spiegeln nicht so besonders viel erkennen. Aber auf jeden Fall waren die vorne beide hinter mir. Danke! Ja, doch. So langsam fuchse ich mich rein. Muss halt aufpassen, weil irgendwie hat man das Gefühl, wenn man hier dann
doch mal sich überschätzt oder doch mal übermütig wird, dass das dann auch ganz schnell nach hinten losgehen kann, weil eben so viel Kraft da ist. Schon warm in dem Pullover und jetzt ist es einfach noch wärmer, weil man sich hier so sehr bewegen muss. Oh Mann. Ich glaube, ich muss das Quad dann gleich erstmal zurückbringen. Ich will ja auch noch mal selber fahren. Aber es ist so geil. Aber ich muss sagen, mit meiner Blade, also hier sowas kannst du halt mit der Blade auch alles locker machen. Also klar, es ist ein geileres Gefühl, wenn du auf so einer fetten Maschine sitzt. Aber es ist alles machbar so und das ist ja eigentlich schon mal cool. Also ich meine, ja, die tiefen Matschlöcher lasse ich immer noch aus. Aber die humanen, sage ich mal, nehme ich ja mit. Oh, ich weiß jetzt schon, dass ihr alle fragen werdet, und wie war's? Polaris oder Can-Am? Und Freunde, ich sage euch ganz ehrlich, ich kann mich da echt nicht entscheiden. Und ich glaube, das entscheidet man auch nicht einfach mal so eben nebenbei. Alter, dieses Kart ist so geisteskrank. Also, ich denke mal, wie üblich. Nee, nee, du, nicht mit einem fremden Quad. Das machen wir nicht. Nee. Was ich sagen wollte, ich denke mal, es wird wie üblich in den Offroad-Park-Videos wieder ein paar Szenen dabei sein, wo ich nicht quatsche, wo ich euch einfach nur mal ein bisschen was zeigen will. Und joa, zweite Runde ist vorbei. Schon wieder ein neues Quad getestet. Auch geil. Und ja, dann macht's erstmal gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.